Chakalaka und dann haben wir es schon fast geschafft hier. Bauen wir das noch schnell hin. Gehört uns die Insel auch direkt? Tja, wolltest du gerade, ja, hä? Wolltest du gerade hier siedeln, Spast? Spast. Also ich besieg die und der will hier siedeln. Das glaub ich ja nicht. Und jetzt müsst hier läuft er, ja, wenn er uns noch einen Piratenschatz abgeknüpft hätte. Die Rohstoffe auf der Insel hätte ich so dringend benötigt. Ja. Ja gut, jetzt hier, das ist der Piratenschatz, die eine Kiste da. Gut, er hat wirklich nur drei Inseln und um Aristokraten zu... Ja, Alter, wie viel Platz hast du denn hier noch? Du machst ja hier oben nichts. Ja gut, dafür hast du hier sehr viel. Ach nee, vier Inseln. Hier hat er auch noch ein bisschen was. Ich glaube, das reicht nicht ganz, um Aristokraten zu erreichen. So. Ein Schatz ist geboren. Wie 20 nur. Ist ja fast schon billig. Na gut, ihr seht schon. Ach so, das ist ja auch noch alles. Also, 33 Tonnen Kanonen, Alkohol, Jade, Talismane, Elfenbein und Pelze haben wir also hier gefunden. Die Insel gehört jetzt uns, das ist Niederberg. Und er kann sich gleich mal verziehen. So. 33 Tonnen. Gut, die verbrauchen jetzt wirklich gar nichts mehr davon. Alles andere sieht außer Tabak. Ach, da bringt er schon wieder 22 Tonnen. Sieht in Ordnung aus. Oder dann können wir auch mal vielleicht... In ja, Waffen 80 Tonnen, das reicht dann auch mal langsam. Interessantes. Ja, danke, was immer du da gesagt hast oder uns da gegeben hast. Wie lange brauchen denn unsere Schiffe noch? Die sind hier. Okay. Und die anderen hier. Okay. Drei sind unverletzt geblieben. Aber wirklich schwer verletzt ist ja... verletzt. Schwer verwundet oder angegriffen oder keine Ahnung, ist ja dann wirklich keins. Und uns gehören jetzt zwei Piratenhütten. Ha, cool. Wohnt aber natürlich keiner. Die anderen haben unsere Truppen zerstört. Nur gut, egal. Zwei sind übrig geblieben, ein bisschen andenken an die Piraten. Und mal schauen, hier ist jetzt nun keiner mehr. Also zurzeit keiner, mit dem wir im Krieg sind. Nun, wie steht es um die Verwaltung eurer Ländereien? Ach gut, ich habe gerade die Piraten besiegt, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Von 9 Inseln. Ja, toll. Ja, die Insel da unten brauchen wir nicht schützen, ganz ehrlich. So, ihr seid verletzt. Ja, verletzt, wie sagt man denn beim Schiff? Keine Ahnung, verwundet klingt auch doof. So, machst du mal da. Machst du mal da. Und dann fahrt ihr beide auch mal nach da vorne und lasst euch mal ein bisschen durchchecken. Ach was, ihr könnt doch hier stehen bleiben, ganz ehrlich. Ach, ist hier sogar... Wir haben ja sogar eine Werft, warum haben wir denn hier eine Werft? Ach, die kleine, stimmt. Wir können doch alles mit der großen bauen. Ja, und ihr, ich weiß nicht, kann man die heilen? Ach, der wird wieder geheilt, cool. Geht das automatisch, oder? Und Gildenproduktion. Ja gut, ich steht hier jetzt vielleicht etwas ungünstig. Hier Truppen machen wir mal hier oben hin einfach. Hälfte bleibt stehen. Das waren immer noch nicht alle. Doch. Ich dachte es wären 14 gewesen. Na gut. Und das hier sind immerhin schon wieder zwei. Wird das denn jetzt automatisch gemacht oder? Weil wir haben ja dann doch noch ein paar. Alter, und er hier? 14 noch. Wir haben ja dann doch noch ein paar, die ziemlich verwundet sind. Ach hier, da steht einer da, siehst du. Ah, cool, wie die sich auch aufstellen, das finde ich ganz gut. Das ist da. Hier sind unsere Truppen, sind 14 Stück noch. Die zwei Schiffe sind wahrscheinlich schon wieder fertig. Warum ist das jetzt da eingefahren? Egal. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Kommst da hin? Nee, kommst da hin? Kommst da hin? Dir geht's gut. Dir geht's auch gut. Euch geht's auch wieder gut. Dir auch. Dir auch. Alter, guck, das hat eine Sekunde gedauert. Dann können sie nochmal in diese Richtung schauen. Gut, vielleicht ein bisschen mehr zusammen da und dann nochmal in die Richtung schauen. Weil ihr seht ja, soll ja auch gut aussehen.
Muss reichen. So geht's. So. Liebe Freunde, das kann auch ein bisschen gerade hier. Sehr gut. Damit ist es schon wieder soweit. Ich glaube, wir haben heute anderthalb Stunden gespielt. Schau mal. 8 Stunden 41, sogar über anderthalb Stunden. Piraten sind besiegt. Ich schätze mal, dass wir so 10, 11 Stunden brauchen werden. Dann ist die andere Geschichte auch noch geschafft. Ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Auf Wiedersehen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Anno 1701, der Fluch des Drachen. Wir spielen jetzt auf höherer Auflösung, vielleicht fällt es euch auf. Dann ist vielleicht der Rand weg, ich weiß es nicht genau. Weil der ist ja immer da, ich weiß auch nicht wieso. Letzte Folge haben wir den, also letzte Aufnahme haben wir den Ramirez besiegt hier, haben noch zwei Hütten haben wir noch gerettet. Die anderen wurden von unseren Truppen hier oben fertig gemacht. Hier seht ihr sie und die werden geheilt, hoffe ich. Ja, werden sie. So gut, wir haben noch, ich glaube 13 oder 14 waren es, 14. Ach ja, genau, und das Schloss noch fertig machen. Sieht natürlich auch geil aus jetzt. Zeig's euch nochmal hier. Das haben wir ja die letzte Aufnahme alles gemacht mit dem Garten hier hinten. Die Folge mit dem Garten kam gestern raus, ne? Ich hätte da einen Auftrag für euch. Oh, da können wir schon wieder... Hä, das ist ja genau das Gleiche. Dann können wir schon wieder uns so ein Schiff hier holen. 50 Tonnen haben wir noch, 120 Tonnen, wo ist denn das? Ach hier. Boah, ja, da müssten wir aber erstmal ein paar einkaufen. Blüten. So. 11.000 kostet das. Ein Glück, dass ich bei euch meine Geschäfte. Ja. Dann kriegen wir noch so ein Schiff. Oder was ist denn das andere, was wir bekommen? 84 Tonnen. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Immer eine Freude, der Blick in eure Lager. Bei weitem nicht. Was ist das hier? Warum? Ach so, okay. Weil wir es voll haben. Dann können wir mal verkaufen davon. Bräuchten hier unten echt mal ein paar mehr Sachen als 6. Das hat sich erledigt. Verkauf. Nee, das war falsch. Verkauf Pferde, genau. Davon brauchen wir ja nicht so viele. Diese Folge werden wir auf jeden Fall den Winfried, das ist ja der Hendrik, den Hendrik angreifen. Wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Unsere Flotte ein bisschen, unsere Flotte brauchen wir, glaube ich, nicht mehr vergrößern. Und dann greifen wir den an, machen den schnell fertig. Dann teilen wir, genau, wir teilen mal ganz kurz die Schiffe in zwei Flotten. Einmal die, einmal die. Ach ja, genau, wir hatten ja noch unsere Dschunke, den Interceptor 2 bekommen. Auch ein ganz schickes Schiff hier. Ich weiß gar nicht, ob die ein bisschen schneller sind als alle anderen. So, hier hinten war das. Können wir uns denn schon die letzten Teile für Schloss leisten? Wahrscheinlich schon, oder? Fehlt uns da noch was? Dann haben wir es nämlich endlich mal fertig. Schlosstor. Genau, so möchte ich das da rein haben. Und hier noch eins. Wunderbar, das war's schon. 30 Teile, ja gut. Dann können wir... Ne, die beiden müssen da stehen bleiben. Das Doofe ist, weil wenn wir die abreißen, die haben wir nirgendwo anders stehen, dann sinken hier wieder unsere Steuereinnahmen. Auf jeden Fall ist das Schloss schon ganz schön schick geworden hier. Kommen sie hier dann rein? Ja, können wir hier ruhig auch mal einen Weg hinbauen. Ach ja, und den Platz müssen wir natürlich noch fertig machen hier oben. Zack. Schloss ist fertig. Daumen hoch. So gut. Unser Schiffchen, wo ist das? Das ist es. Super, dann kommt das jetzt auch gleich. Die Quest, größte Schloss, 30 Teile haben wir auch schon gelöst. Wir werden, wie gesagt, nicht alle Sachen schaffen. Ich weiß gar nicht, wir müssten... Ach genau, wir müssen, bevor wir anfangen, müssten wir dann erstmal unsere ganzen Inseln sichern. Die oben ist gesichert, die ist gesichert und da haben wir gerade angefangen, glaube ich. Ach genau, und hier unten wollten wir sie doch sichern. Ihr Kurierschiff ist mit der benötigten Ware zurückgekehrt. Wunderbar. Dann machen wir das jetzt kurz noch schnell. Da haben wir schon eine ganze Flotte von diesen Schiffen. 120 Tonnen. Nach da bringen. Hier unten haben wir ja schon genug Steine. Machen wir das jetzt schon schnell. Was ist mit ihm hier? Kein Fischbedarf mehr. Ich glaube, wir
Das ist ja auch egal. So. Hier. Mauern. Ja, toll. Ich hätte jetzt nicht so gerne zwei von denen. Ach genau, da können wir das eine hier wegreißen. Den Weg brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Nebenbei läuft gerade Bundesliga. Ich würde auch gerne Bundesliga hören, aber... Och, ist ja schon scheiß Stein, Alter. Gott sei's gedankt. Ihr bringt sicher unsere Waren.